Also, ich bin eine richtig erwachsene Persönlichkeit. Kalle hat keinen Hunger. Ich bin zu faul, mir für mich alleine Essen zu bestellen. Also warte ich, bis unsere Essenslieferung später ankommt, wo Tiefkühlpizza mit bei ist. Und halte mich satt mit Wunderland Rainbow Edition. Mmm, geil. Und Glücksgefühle. Mmm, das ist heute sehr passend namentlich. Pia ist schon groß, ja. Dankeschön, LS Industries, für die 16 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. So, folgendes, meine Freunde. Wir haben etwas länger nicht mehr gespielt und ich hoffe, ich finde jetzt meinen Zugang zu diesem Spiel noch, weil ich selber ehrlich gesagt ein bisschen lost darüber bin, wo wir jetzt gerade hier so sind. Geil, Gummibärchen, das ist halt einfach Ehre. Wir haben das Nordsee Königreich gegründet. Willst du noch auf Discord oder Twitter Bescheid geben, dass es losgeht? Ja, das könnte ich auf jeden Fall machen. Das könnte ich auf jeden Fall machen, nachdem ich chronisch zu spät bin. Ich muss mich echt mehr an meine eigenen Uhrzeiten halten. Aber ich bin halt auch einfach ein bisschen aufgeregt heute gewesen. Ich wusste auch nicht, dass das heute gepostet wird. Ich denke, es ist nachvollziehbar, dass man halt dann verzieht, so wie heute. Heute ist einfach ultra special und auch die politischen Diskussionen in den letzten Wochen waren ja auch sehr special in Bezug darauf, dass die Sachen, die passiert sind, ja auch nicht alle Tage passieren. Aber ich hab's gepostet. So. Wir haben das Achievement Hochkönigreich der Nordsee geschafft. Und zwar, boah, mit wem hatten wir das denn geschafft? Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich bin selber so ein bisschen verwirrt mittlerweile mit dem hier, der Seekönig. Das heißt, das Hochkönigreich der Nordsee, hilft mir mal auf die Sprünge, das war England, Dänemark, England, Dänemark, Norwegen, ich glaube, das war's, ne? Und so einzelne Gebiete halten, ohne einen höheren Titel als König zu haben und länger, also du musstest das mindestens 30 Jahre lang halten, um den Titel zu bekommen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt hatten wir große Auseinandersetzungen mit internen Streitigkeiten. Ich hatte ja Kinder enterbt und so weiter. Stimmt. War das nicht das? Okay. Also, um unsere Ziele zu bemessen. Wir wollen immer noch den Hexenzirkel umsetzen. Das bedeutet, wir wollen immer noch unsere Religion reformieren und wollen Frauen an die Macht. Wir wollen ein Matriarchat gründen. Das entspricht nicht meiner politischen Vorstellung in der realen Welt, aber in der Crusader Kings 3 Welt. Ich will, dass Frauen die Welt regieren. Und ich möchte mit einer Religion aus dem Norden, die von Frauen geleitet wird, die Hexen sind, den Papst stürzen. Das ist das Ziel. Und dann Essen. Okay, Essen muss nicht zwangsweise, aber
grundlegend. Das bedeutet, wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir diese Religion reformieren, damit Frauen bei mir erben können. Dafür, wir arbeiten da schon drauf hin. Dafür müssen wir die Theologie boosten. Aber die Frage ist halt, schaffen wir das noch rechtzeitig, die Religion zu reformieren? Wir sind halt schon 61. Ja, kriegen wir schon hin. Wird schon klappen auf jeden Fall. Und essen. Ja, vielleicht habe ich das gerade auch einfach nur gesagt, weil ich hungrig bin. Das kann sein. Irgendwas. Okay. Finanziell sieht's scheiße aus. Wer ist das? Das ist eine Tochter von mir. Warum halt die Schwindsucht? Und warum hassen mich meine eigenen Leute? Aus dem Rad geworfen, Verlöbnis gebrochen, Mörder, feindselig, Dynastiemörder, Kulturakzeptanz, Anspruch auf Titel, Hofpracht unter erwarteter Stufe. Und wir haben eine Fraktion gegen uns. Oh Gott. Der ist mein Bruder. Wie kann ich denn verhindern, dass mein Bruder mich die ganze Zeit hasst? Der hasst mich. Was ich machen kann und was das Problem halt löst, ist, ich töte seine Frau. Und dann verheirate ich ihn mit meiner Tochter. Und dann kriegen wir ein Bündnis. Und dann kann er mir nicht die ganze Zeit den Krieg erklären. Easy. Wofür habe ich denn so viele Töchter? So. Hofpracht ist ein ganz anderes Problem, das wir gerade haben. Wir müssen eigentlich hier hinkommen und ich kann es mir einfach nicht leisten gerade. Wir sind halt finanziell richtig am Arsch. Also wir sind finanziell richtig am Arsch. Mich mag auch nichts. So, mein Sohn und Mündel, Druckmittel oder Freundschaft Druckmittel. Wir brauchen Druckmittel, wir brauchen immer Druckmittel. Wir könnten aber ein bisschen plündern gehen, actually. Wir könnten einfach so ein bisschen hier nach da Lothringen, ein bisschen shoppen. Einfach so ein bisschen, ne? Da 29 Gold, 8 Gold, 24 Gold. Ja, mal ein bisschen shoppen gehen, das geht schon. Du bist doch Dynastie überhaupt, kannst du die nicht einfach scheiden? Das ist ein gutes Argument. Ja, aber dafür muss ich halt... Also dann hasst er mich halt noch mehr. Ich habe halt Angst, dass wenn ich das mache, dann hasst er mich halt noch mehr. Ich kann sie auch einfach töten. Aber töten ist auch irgendwie grausam. Habe ich eine Tochter, die jetzt gerade in diesem Moment ready wäre, ihn zu heiraten? Jawohl. Asa oder Sophia. Sophia ist eine gute Tochter, die ist auch ein bisschen jünger. Ist halt ein großes Risiko. Aber ich versuche das mal. So, ich erzwinge mal die Ehescheidung. So, und dann kann ich ja eine Heirat arrangieren. Und dann könnte ich, welche Tochter nehme ich denn? Die 17-Jährige oder nehmen wir eine Junge? Nehmen wir die Prinzessin Dingsterbumster und ihn? Schau, das nimmt er auch an. Nee, warte mal, das ist nicht er. Ich will ja... Das ist der Neffe. Den wollen wir nicht. Wir wollen... Ich kann nicht ihn selbst auswählen, ne? Heirat arrangieren. Ich kann nicht ihn selbst auswählen. Wahrscheinlich, weil er es nicht annehmen würde. Oder wegen dem Verwandtschaftsgrad.
Du bist noch auf Pause. Nee, er ist nicht mehr verheiratet. Ehemaliger Ehepartner. Ich bin auf Pause, damit er nicht direkt eine neue Frau findet. Das geht nämlich sehr, sehr schnell. Das geht nämlich sehr, sehr schnell. Ich kann ihn halt nicht auswählen. Seit wann spielt Verwandtschaft eine Rolle? Ah, das ging nur um Liebschaften. Stimmt, es war ja nur die Liebschaften, die das Problem gemacht haben. Konkubine anbieten geht aber. Ja, aber das gibt mir kein Bündnis. Das gibt aber kein Bündnis. Dass er selbst König ist, müsste eigentlich egal sein. Aber ich nehme eine meiner jüngeren Töchter. Mal gucken. Wir nehmen die Kleine. Und dann nehmen wir Prinz Sven Snorresen. Das ist nicht der Haupterbe. Aber ich würde dadurch auch ein Bündnis mit ihm bekommen. Und das wäre entspannt. Dann machen wir das so. Das müsste gehen. Ich glaube, Onkelehen sind nicht erlaubt in meiner Religion. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir ändern das eh gleich alles. Wir machen gleich Inzest erlaubt. Deswegen, ja, Onkelehen sind nicht erlaubt. Deswegen geht's nicht. Ich kann nur Vetternehen, aber keine Onkelehen erlauben. Und deswegen kann er meine Tochter nicht heiraten, weil er der Onkel ist von ihr. Jap. Ja, jetzt habe ich den halt wirklich ohne Grund sich dazu gezwungen, sich scheiden zu lassen. Aber macht ja nichts. Und hier haben wir jetzt potenziell, die hat 2500, die hat 1600. Es ist halt beides eher halb so wild. Also wir haben hier noch einen Haupterben. Aber das bringt mir nichts, wenn es um ein Bündnis mit ihr geht, ne? Die hat halt keine Kinder, die nicht selber Titel haben. Aber das ist eh egal, die ist 71, also, oh. Das ist aber nicht egal. Da kriege ich kein, doch, da kriege ich ein Bündnis, oder? Das ist meine Nichte. Aber das würde auch für ein Bündnis reichen. Macht das ein Bündnis? Oder steht das einfach nur random dabei gerade? Ich bin mir gerade nicht sicher. Chat, Hilfe. Seid bitte mein Gehirn. Wie sieht das aus, wenn ich da meine Tochter hinschicke? Da steht halt das Gleiche da. Da steht halt das Gleiche da. Ja, wenn ich meine Tochter da hinschicke, dann ist es definitiv ein Bündnis. Wenn es da steht, dann ist es ein Bündnis. Ja, es steht halt bei meiner Tochter und bei meiner Nichte steht halt das Gleiche. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass das geht. Ich möchte ihm nicht meine Tochter anbieten. Der kriegt meine Nichte und damit hat er zufrieden zu sein. Die ist großartig. Das wird schon klappen. Ich kann nicht jedem meine Töchter geben. Die sind halt, die müssen ein bisschen wichtiger gehandelt werden hier. Jetzt muss er es halt erstmal annehmen. Komm, nimm sie an, sie ist großartig. Da! Und ich habe ein Bündnis bekommen. Und damit müsste er da jetzt auch gleich rausfahren. Ja, und damit ist er rausgefallen hier. Ja, hat funktioniert. Ja, die passt auch viel besser vom Alter. Die ist 24, er ist 16. Nicht ganz optimal, aber optimaler als 16 und 7. So, was haben wir hier?
Das gewinnen wir, oder? Das gewinnen wir. Boah, ich hoffe, wir gewinnen das. Wie viele Herrscher gibt es und wie viele Töchter hast du? Es geht nicht ums reine Haben. Haben habe ich viele. Vor allem, weil ich mir wieder eine junge Frau gesucht habe, die mir noch mehr Kinder macht. Seht ihr? Das meine ich. Seht ihr? Genau, das meine ich. Wie viele Töchter habt ihr? Noch eine. Namensvorschläge für diese Tochter in den Chat. Ab jetzt schöne nordische Namen, bitte. Elina, Svea, Freya, Warburga, Olga, Irna, Ursula, Ebba, Sif. Das sind alles so schöne Namen. Neria. Neria habe ich noch nie gehört. Neria finde ich unfassbar schön. Neria hat gewonnen. Aber macht euch keine Sorgen, Chat. Ich mache noch viele Babys. Ihr habt noch viele Möglichkeiten, Dinge zu benennen. So, hier bekommen wir Geld. Geil. Geil. Und wir haben hier noch was geklaut. Und gleich sind wir nicht mehr verschuldet. Und das ist Weltklasse. Wichtig ist, dass das nur erstmal fertig geplündert wird. Und Dankeschön, Dalkane. Vielen lieben Dank. Und Dankeschön, Placebo. Und Dankeschön, Schnitzeldoktor und so weiter. Ich habe meine Sub-Anzahl ist ein bisschen im Weg, ne? Sorry. Und Dankeschön, Luxi. Vielen lieben Dank für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vor allem Dinge zu benennen, nicht etwa Kinder. Hab ich Dinge gesagt? Ich hab doch nicht Dinge gesagt. Hab ich Dinge gesagt? Wir wollen Glauben. Wir wollen Frömmigkeit. Frömmigkeit, Frömmigkeit, Frömmigkeit. Das ist alles, was wir brauchen. Kinder, Dinge, ist doch egal. Ups. Ich kann mir das nicht leisten, das zu reparieren. Scheiße. Ich warte geduldig auf meinem Thron, auf die Ankunft von Jarl Joffroy, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrbittig nieder und leistet den Eid, dem Reich als treuer Vasall zu dienen. Als Jarl Geoffrey sich erhebt, stolpert er unbeholfen. Dem gesamten Hof verschlägt es den Atem, als er stürzt und vor mir auf dem Boden landet. Alle Viere weit von sich gestreckt und puterrot vor Scham. Wenn ich sage, was für ein Trauerspiel, bekommt er den Titel Der Stolpernde. Ich würde es grundlegend lustig finden, aber er ist klumpfüßig und deswegen finde ich es gemein und deswegen sagen wir, eure Eide sind alles, was für mich zählt. Mein moralischer Ansatz, oder zumindest der moralische Ansatz, mit dem wir heute starten, ist hoch. Aber desto höher wir starten, desto tiefer können wir rutschen. Ja, das ist der Spruch, den ich gerade gesagt habe. Hallo Secker. Ja, warum brauchen die so lange zu gehen? Weil wir sind nicht verschuldet und das ist schon mal gut. Ja, langsam wird das, ich glaube Snorri und ich werden keine Freunde mehr. Der will halt zu viele Titel haben, die mir gehören.
Ich glaube, dass wir werden da keine Freunde mehr werden, auf jeden Fall. Aber das ist okay. Das ist in Ordnung. Herzogin Helena gibt mir 50 Gold. Das finde ich auch gut. Und jetzt müsste ich auch das Ding wieder reparieren können. Und nicht zulassen, dass diese Dinge zerstört werden. Wir wissen nicht, ob wir sie noch brauchen. Irgendwann mal. Das heißt, wir haben jetzt als Ziel auf jeden Fall Dynastie der vielen Kronen, Pontifikat vernichten und das Matriarchat. Wobei ich gerne das Matriarchat zuerst gründen würde, weil dann ist es nicht mehr schlimm. Also ich will halt jetzt die Gebiete auf gar keinen Fall verlieren, weil jetzt gerade habe ich die ganzen Hauptstädte, die ich brauche, um die Religion zu reformieren. Wenn ich die Hauptstädte verliere für die Reformierung der Religion, dann zieht sich das potenziell noch mal, wer weiß wie lange. Und das wäre halt ätzend. Jetzt, wo es gerade so gut läuft. Hier noch ein bisschen Geld. Da kriegen wir auch noch ein bisschen Geld raus. Und dann müssen wir schon zurück, weil wir nicht mehr Geld tragen können. Bekommen wir dann die Tantenehe? Nee, wir bekommen Inzest. Ich möchte reines Blut haben. Und ich möchte, dass meine Erbschaften nur innerhalb der Familie bleiben. So wie sich das gehört. Das ist so ekelhaft. Mit Habsburger Nase. Ja, die wollen auch eine Anne-Marie-Louise. So, dann werden wir ein bisschen Geld bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir das gerade bekommen haben. Inzest, Schminzest, sage ich immer. Wow. Was könnten wir denn noch für einen großen, ehrenvollen Krieg führen? Wir könnten uns noch Alba holen. Was fehlt mir denn dafür? Ach, das haben wir schon mal gemacht. Waren wir schon so aggressiv? Das wusste ich gar nicht, dass wir schon so aggressiv waren. Was ist das hier noch? Warum ist der noch unabhängig von uns? Ich glaube, der führt auch schon Krieg. Er ist da gestorben. Starb vor Anspannung. Ist irgendein Vasall von mir. Oh, und meine Tochter ist wieder gesund. Das ist großartig. Das ist großartig. Ich habe schon wieder eine Fraktion gegen mich. Aber da sind keine Mitglieder drinnen. Who the fuck are you? Who the fuck are you? Hat der gerade geerbt? Oder habe ich den einfach übersehen? 2600 Mann ist halt groß. Lass mich mal gleich gucken, was der gleich für ein Kind bekommt. Weil dann machen wir da auch einfach nochmal. Wie lange ist die denn schon schwanger? 4 Monate. Ja, beeil dich doch mal bitte. Warum brauchen die so lange, um Kinder zu machen? So, und dann wollen wir hier die Hofpracht. Also als erstes brauchen wir mehr Essen. Als erstes brauchen wir auf jeden Fall mehr Essen. Und ich muss meinen Hof allgemein hinkriegen. Mein Hof ist, wo ist er denn? Mein Hof hat halt zu wenig Hofpracht. Das ist halt echt ein bisschen schade.
Scheiße. Habe ich Artefakte oder sowas? Der ist es ausgestellt. Der ist es nicht ausgestellt. Habe ich da was? Das ist schon ausgestellt. Das Prestige ist halt mega scheiße von allem, ne? Lass uns mal den Hof halten. Das sollte die Hofpracht auch erhöhen, potenziell. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinen Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittstellern in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Der Mann, der sich meinem Thron nähert, ist eindeutig gemeiner. Mein Fürst, beginnt er. Ich vertrete die örtliche Gemeinde von Sigtuna. In den letzten Monaten sind mehrere Leichen auf unseren Friedhöfen verschwunden. Sie alle wurden ausgegraben und hinterließen keine Spuren. Zuerst befürchteten wir, es sei das Werk wilder Tiere oder obskurer Mächte. Doch dann wurde euer Hofarzt Porun auf frischer Tat ertappt, als sie die Toten für ihre Experimente davonschleppte. Bitte bereitet diesem Frevel ein Ende. Scheiße, Mann. Ah, scheiße. Die ist halt gut. Ich will die nicht verärgern. Dankeschön, Saipa, für die 7 Monate. Und dankeschön, Maggie. Ich würde sagen, ich sage, sie soll aufhören. Aber dann bleibt sie halt weiterhin meine Dingsterbumster. Und die Volksmeinung steigt. Weil sonst geht die Volksmeinung um minus 25 runter in Uppland, was, glaube ich, nicht so gut wäre. Mein Lehnsherr, sagt Herzog Magnus mit strenger Stimme, ich bitte darum, dass wir eine Untersuchung bezüglich eines berüchtigten Predigers in Sigtuna einleiten. Dieser Prediger ist, wie soll ich sagen, sie ist eine Frau. Das steht nicht in Übereinstimmung mit unserem Glauben. Herzog Elric unterbricht Magnus, indem er die Hand hebt und einen Schritt nach vorne macht. Mein Lehnsherr, auch wenn die Einschätzung von Magnus diesbezüglich richtig ist, so ist der einzige Fehler dieses Predigers. Alles, was sie lehrt, steht in Übereinstimmung mit unserem Glauben. Frau zu sein ist also ein Fehler. Das ist großartig. Wir brauchen mehr Leute, die unseren Glauben verbreiten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ali Havi macht immer größere Augen und wirkt immer mitleiderregender, während ihn seine Bekanntschaft Grima behutsam zu meinem Thron führt. Ach, der ist erst 12. Hochkönig, klagt sie. Der Junge ist seit Verschwinden sein an dem Hof von Halla und hat niemanden, der sich seine annimmt. Bitte kümmert euch doch um seine Zukunft. Ach so, wahrscheinlich durch das Verschwinden seines Vaters. Ich kann den großziehen. Ich kann ihn auch jemanden geben. Was habe ich denn gerade an... Ich habe gerade Platz, ne? Ja, dann ziehen wir den selber hoch. Und damit ist die Hofpracht hochgegangen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber wir müssen auf 6 kommen und ich kann mir das nicht leisten. Lasst uns bessere Mode noch reinholen und... mehr Dienerschaft. Das ist sehr teuer. Und noch ein bisschen eine bessere Unterbringung. Das ist auch sehr teuer. Aber ich muss halt auf die Prachtstufe 6 kommen, weil sich die Leute halt abfacken darüber, dass ich es gerade nicht tue. Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich das hochbekomme. Und ich müsste doch eigentlich... Handwerksinspiration.
Ich möchte... Wollen wir eine Truhe, eine Statue oder einen Schauschrank? Wollen wir einen Schauschrank? Statue all the way, Statue. Statue. Ich glaube, wir brauchen keine Umfrage. Ich glaube, das ist sehr eindeutig mit der Statue. Ein Computer. Okay, es ist eindeutig Statue. Okay. Wir machen eine prächtige Statue. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das ist keine Fehlinvestition, Chat. Warum ist Wessex nicht Teil von meinem Land? Herzog Thümert und König Snorri gehören zu den stärksten Vasallen meines Reichs. Ich weiß nie, wie man sie so zufriedenstellen kann, dass sie nicht für Ärger sorgen. Vielleicht bewirken ja Schmeicheleien etwas. Wer würde sich denn nicht freuen, wenn etwas im eigenen Namen erschaffen wird? Und ich lasse genau das Richtige erschaffen. Meine begünstigte Riesa soll Bescheid bekommen, dass ihr Meisterwerk meinen vertrauenswürdigsten Vasallen und Beratern gewidmet sein soll. Herzog Tjadmund, der mich nicht mag, und König Snorri, mein Bruder, der mich hasst. Ja, machen wir das. Dann mögen die mich mehr. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wie viel Armee brauche ich denn für den Krieg? Okay, gar nichts. Ja, es ist ja entspannt. Dankeschön, Skorga. Dankeschön, dankeschön. Als ich die Augen in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem unheilverfreisteten Gefühl überwältigt. Beobachtet mich jemand? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Thor? Diese Stimme würde ich überall wieder erkennen. Das muss mein Ratspitzel Rikulf sein. Freya bittet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihm. Wir sind gar keine Hexe. Ja, wir sind gerade eine Hexe geworden. Wir waren gar keine Hexe. Schande. Dabei sind wir ein Hexenzirkel. Also wir haben den Hexenzirkel schon gegründet, aber das Kind ist keine, also ich bin keine Hexer geworden. Frech. Ganz schön frech. Dass das bloß niemand erfährt. So, und wir nehmen gleich das Gebiet ein. Das ist, glaube ich, auch ganz gut für uns. Es ist lächerlich, beschwert sich Porun. Da ich die persönliche Sammlung hüte, die der Hochkönig zusammengetragen hat, ist es meine Pflicht, die Güte eurer Arbeit zu gewährleisten. Ihr werdet die Arbeit sehen, sobald sie fertig ist, erwidert Riesa. Ihr solltet einen Menschen in Frieden lassen, wenn er gerade dabei ist, etwas zu erschaffen, was eines Königs würdig ist. Boah, da kann ich halt auch so viele unterschiedliche Sachen machen, ne? Oh, Johnny! Ich hab's gerade erst gesehen, dass ihr mich rüber geradet habt. Das ist aber lieb. Hallöchen, einen wundervollen... Was habt ihr gemacht? Und Dankeschön für den Raid. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß im Stream. Hallo, hallo, hallo an alle. Hallo, hallo, hallo. Haben wir Follower-Modus gerade an? Ja. Aber nur 0 Minuten, dann passt das. Hallo, ihr Menschen. Einen wunderschönen. Wir spielen heute ein bisschen Crusader Kings 3 weiter. Und ich versuche gerade herauszufinden, wie ich damit umgehen soll. Ich sage jetzt, soll ich da raushalten, einfach um sicher zu gehen. TFT durchgesuchtet, war sehr entspannt, wünsche Ihnen angenehm. Dankeschön, Dankeschön. Alter, meine Frau ist schon wieder schwanger. Welcher Elo hast du geendet, Johnny? Und hallo Keks hier.
Und Dankeschön, Kleppi, für den verschenkten Sub. Das ist sehr lieb. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. D2, heute dreimal ein erster und einmal zweiter, lief sehr rund. Oh, das ist sick. Das ist sehr, sehr sick. Das ist sehr cool. Ich bin sehr scheiße in TFT. Gut, da haben ein paar Leute rumgehurt. Das ist nicht so gut. Hallo, Chiki. Das ist nicht so gut, aber ja. Ist, wie es ist, ne? Ich brauche halt keine Unterstützung bei den Kriegen. Also wirklich gar keine. Ich will das nur schnell einnehmen, weil es mich stört, dass das Gebiet noch nicht mir gehört. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das hier gerade mache. Und ich will, dass meine Frömmigkeit ordentlich hochgeht. Aber daran arbeiten wir ja auch gerade sehr erfolgreich. Oh nein! Das Kind sollte nicht sein. Meine Gemahlin, Hochkönigin Suete, versichert mir zwar, dass dies angeblich zum Leben dazugehört, aber dennoch verweilt ihre Hand auf ihrem Bauch. Sie ist nicht länger schwanger. F in den Chat. Z. Keine weitere Prinzessin für uns. Hm. Ah, da haben wir wen eingeklaut. Mein Fürst, mein Hochkönig, ich benötige finanzielle Unterstützung. Mein Vasall Herz Thünmün sieht mich beharrend an, bevor er fortfährt. Ich bin sogar bereit, Zugeständnisse zu machen. Bitte, ich weiß, dass ihr die Mittel habt. Der hat fast gleich viel Geld wie ich. Damit würde ich eine Grafschaft bekommen. Mittelpatt würde ich dann kriegen. Das bringt mir halt da oben nicht wirklich was. Außer, dass ich es halt dann irgendeines meiner Kinder verscherbeln kann. Im Zweifelfall. Aber es bringt mir halt nichts. Also Feudalsteuern bringen mir halt eigentlich mehr. Ja. Feudalsteuern bringen mir halt viel mehr als das, was er da sonst für mich hat. Wobei alles all in all scheiße ist, weil ich jetzt im Minus bin. Was ein bisschen doof ist tatsächlich. Ja, ich brauche die Grafschaft auf gar keinen Fall. Ich vergebe die eh nur wieder weiter. Und dann, so, ist das halt für nix. Und Dankeschön, Daniel, für die 10 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich brauch's halt auch nicht. Und hier habe ich jetzt Gefangene, die Lösegeld bringen können. Damit ich nicht mehr im Minus bin, das wäre tatsächlich sehr wichtig, darauf zu achten. Weil das Verschuldetsein nicht so geil ist, wegen der Armee. Das nehmen wir hier noch ein und dann haben wir es wahrscheinlich auch gleich. Dann haben wir das gleich. Statue von der schwedischen Kultur. Okay. Wo ist denn jetzt, wo steht denn diese Statue?
Also wo sehe ich, was will der von mir? Meine Tochter Ellen hat sich während der letzten Kämpfe einen Namen gemacht und die Begeisterung ist am ganzen Hof zu spüren. Was für ein Champion, was für ein Vorbild, was für eine Frau. Bei all dem Lob, das auf sie herabregnet, wird klar, dass von mir erwartet wird, sie in irgendeiner Weise offiziell zu belohnen. Ja, ist auch klar, die hat fucking 26 Kampfgeschick. Gotland kann ich hier nicht geben. Ich kann sie zu meinem persönlichen Streiter machen. Ich mache sie zu meinem persönlichen Streiter. Ich möchte ihr nicht irgendwas geben, das macht's halt. Oh mein Gott, ich hätte ihr einen Titel geben können. Ich bin so ein Idiot. Gott, ich bin so ein Idiot. Ich hätte ihr einen Titel geben können und damit wäre sie erbberechtigt in einem gewissen Grad, weil sie einen Titel hat und ich hab's verkackt. Ich habe sowas von gewebert gerade. Nee, wir können doch nicht neu laden, wir spielen Iron Man. Scheiße, Mann. Ah, das ist, glaube ich, die Statue, um die es geht. Das ist die Statue, die wir aufgestellt haben, die unseren Prestige auch ein bisschen erhöht und langsam in eine Richtung geht, die gar nicht so scheiße ist. Nee, du kannst Frauen nicht einfach so einen Titel geben, wenn du männerdominiert bist. Das macht das Ganze ja so besonders, dass ich ihr einen Titel geben hätte können. Also sie hat sich so außerordentlich gut aufgestellt, dass ich ihr hätte einen Titel geben können, obwohl sie eine Frau ist und nicht erben kann. Sie hätte sich quasi den Titel verdient. Und deswegen ist es so ärgerlich, dass ich nicht mitgedacht habe. Dankeschön, Subway. Für die 13 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Leute, bei Iron Man kann man nicht neu laden. Tapferkeit, Grimmigkeit geht, ein guter Appetit geht. Meine Grimmigkeit? Ja, war richtig. Haha. Ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld und es macht mich richtig wütend, dass ich nicht genug Geld habe. Ist das das echte Nordseereich oder sieht das nur so aus, weil das ein eigenes ist? Das ist das echte Nordseereich, das du mit dem Achievement machst. Mit England, Norwegen und Dänemark und 30 Jahre halten. Ja, wir haben das Achievement in dem Spielstand gemacht. Ja. Kleine Werbung an dieser Stelle. Mein gesamter Crusader Kings 3 Hexenzirkel-Run, also von der ersten kleinen popeligen Grafschaft bis zu dem Punkt, bei dem wir jetzt sind, kommt auch uncut auf YouTube und hat eine eigene Playlist. Da kann man alles, was man verpasst hat, wenn man Lust hat, nachschauen und mir ein Abo auf YouTube da lassen. Auch für die, die das gerade auf YouTube gucken, lasst mir gerne ein Abo da. Zwinker. Kennt ihr diese Leute, die glauben, dass sie zwinkern können, aber es nicht können und es sieht einfach aus, als hätten sie was im Auge oder es würde die Nase jucken? Ich bin einer dieser Menschen. Ist das? Das ist mein Zwinkern. Wobei, in die Richtung ist gar nicht so schlimm, oder? In die andere Richtung geht's gar nicht. Dankeschön, Cole Streeton, für die 2 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. So, mein Sohn wird jetzt auch ein Hexer. Die mögen mich jetzt alle mehr, weil ich
auch ein Hexer bin und jetzt den Hexenbonus bekomme. Und Hexer sein klingt auch irgendwie einfach cool. Abonniert Hand of Shoyoka. Abonniert Hand of Shoyoka, genau. Das ist die Formulierung. Wir stürmen gerade alles, aber ist egal, es geht eh ultra schnell jetzt. Und Dankeschön, Toddy, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich zerschieße mir hier gerade mit dem Stürmen meine Armee. Und zwar so richtig. Oh mein Gott. Und noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Alter, wie viele da gerade sterben. Beim Stürmen sterben ja generell immer mehr Leute. Aber wie viele gerade sterben, finde ich insane. Ja. So. Bildungswandel. Habe ich mir schon wieder verschuldet. Kann das nie wahr sein. So, jetzt mag der mich auch. Mein Bruder mag mich. Ich kann da selber noch nicht glauben, aber mein Bruder mag mich. Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass das passiert. Ich muss mal eine Sekunde AFK. Es hat geläutet. Sorry, Leute. Unsere Essenslieferung kam gerade an, weil morgen Feiertag ist und wir morgen nicht einkaufen können. Und ich habe nur ganz schnell die wichtigsten Sachen in den Kühlschrank geräumt, damit die nicht schlecht werden. Das wäre nämlich absolut die Pain. Ich bin jetzt wieder da. Dankeschön an, oh Gott, wo hat das denn angefangen? Wo ist morgen Feiertag? Ist morgen nicht Internationaler Frauentag oder sowas? Nur in Berlin. Ach, das ist nur in Berlin. Ja gut, auf jeden Fall. Ich kann morgen nicht einkaufen gehen und hab halt vorbestellt und so weiter. Frauenhaar, das ist doch kein Grund zu feiern. Okay, sorry. Auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle für die Schrottgrenze, für Triel, Celesta und Terrawolf. Dankeschön Subway to Salty. Für die 10 verschenkten Subs, vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, das ist super lieb. Dankeschön Simpi für die 100 Bits, Dankeschön Stulibert für die 2 Monate, Dankeschön Kleppi für 8 verschenkte Subs, Dankeschön. Dankeschön Daichan für 2 und Radegrunde für 5 Subs und Schrottgrenze für weitere 5 verschenkte Subs. Und Dankeschön Bettige Eumel für 10 verschenkte Subs. Vielen, vielen lieben Dank dafür, das ist sehr, 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 sehr nett. Und Dankeschön Faceout für den Prime Sub. Ich wusste auch nicht, dass es den Feiertag gibt. Mir wurde das einfach generell, Kalle hat mir das gesagt, ich hätte es nämlich nicht mitbekommen. Und dann haben wir gestern noch schnell eine Bestellung gemacht, damit wir Nahrungsmittel haben und so weiter. Deswegen, Dankeschön auf jeden Fall und Dankeschön Loka auch und Fasiat, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Das ist sehr lieb. Okay, was war denn jetzt das letzte, was ich im Blick hatte. Da hat sich noch eine Frauenaktion aufgelöst. Fraktion war das Wort, das ich eigentlich gesucht habe. Ja, ich habe halt eigentlich gerade nicht wirklich andere Ziele als, also ich habe halt keine anderen Ziele gerade, außer zu gucken, dass ich meine Religion reformiere. Das ist halt mein Hauptauftrag gerade. Und da gibt's jetzt, also ich gehe jetzt hier weiter plündern, weil ich kein Geld habe und pleite bin. Und viel mehr bleibt mir gerade nicht übrig. Meine Armee ist auch ziemlich angeschlagen tatsächlich, weil ich die da oben so bluten habe lassen in England. Ist Kalle dein Boyfriend? Yes. Yes, yes. Aber in Berlin Feiertag
Warum kann Pia denn in Spandau nicht einkaufen? Gut. True. True. Ich, ja. Mein Hoftutor ist gestorben. Das ist actually nicht gut. Ich brauche einen neuen Hoftutor. Ich kann meine Schwester als Hoftutor einsetzen. Ha, okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Ich kann nicht hingucken. Aber ich muss. Ah, da kriegen wir auf die Fresse. Ah, da kriegen wir auf die Fresse. Das will ich mir nachher anschauen. Lass uns das kurz skippen. Wir haben ein Hofereignis. Warum habt ihr Grima diesem Einfallspinsel einen Titel am Hof verliehen und mir nicht? Mein Reichsgurde Astra tupft vor Wut. Offenbar war er sich sicher, dass die Ehre ihm zuteilen würde und niemandem sonst. Reichsgurde Astra ist sauer, weil Grima... Ach, weil die Hoftutorin werden wollte. Nee. Also meine Schwester bleibt, also ich entscheide das immer noch, wer das wird. Ich entscheide das immer noch, wer bei mir Hoftutor wird und niemand anderer. Ich lasse mir hier auch einfach nichts sagen, das ist ja auch absoluter Blödsinn. Wir haben verloren. Hä? Ich habe gewonnen. Ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt. Ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt. Jut. Jut. Wir sind halt krass, Kinders. Wir sind halt krass. Gut. Sind halt schon wieder verschuldet. Das Problem ist, dass die Armee im Wiederaufbauen so teuer ist und das halt gerade mega reinrotzt und ich auch nicht weiß, wo ich halt so weit plündern kann noch, dass ich was davon hätte. Ich könnte hier noch Lokale, aber hier ist alles schon geplündert. Hier kriege ich halt keine Kohle. Ich müsste halt, wenn dann, irgendwie hier runter zum Plündern. Und da ist die Strecke halt so weit, dass es sich nicht wirklich rentiert. Hier drumherum ist auch alles schon geplündert. Und hier mit der Hofprachtstufe habe ich immer noch das Problem, dass wir halt zu weit am Arsch sind. Ich habe auch nicht genug Geld, um noch mehr, also, boah, ist schon scheiße. Kann ich Artefakte, die ich besitze, verkaufen? Du kannst sie zu Protestgegenständen umschmieden. Das gibt Prestige. Hoppala, ich habe das gerade ausgerüstet aus Versehen.
Ich habe kein Geld, um das umzuschmieden. Ich bin arm. Ich bin einfach nur extrem arm gerade. Oh, mein Sohn ist erwachsen geworden. Cool. Mein Sohn ist... Der hat auch gute Stats, kann man gar nicht sagen. Zwar nein, danke schön für den Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank dafür. Danke, 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 danke schön. Danke schön. Ich bin halt verschuldet. Das ist einfach... Also das ist absolut lieb Pain. So, das ist gerade mega die Bremse, um irgendwas zu machen. Es ist furchtbar, Schulden zu haben. Ich würde gern einfach die Menschen in meinem Land zwingen, meine Schulden abzubezahlen. Ich meine, mache ich auch irgendwie mit den Steuern, aber schneller. Schneller, bitte. Das muss auf jeden Fall auch noch unsere Religion oben bekommen. Hallo Kaktus. Es wird halt finanziell auch nicht besser gerade. Wir gehen hier weiter plündern. Ich brauche das Geld. Was soll ich tun? Ich brauche das Geld. Ich habe auch zu viel Armee. Also die Balance von meinen Finanzen ist absolut nicht unter Kontrolle. Aber das ist okay. Ich brauche das Geld. Ganz dringend gerade. Was kriege ich denn hier? 19 Gold. Weltklasse. Es ist einfach nur anstrengend. Also es ist wirklich einfach nur anstrengend, solche Kriege. Niemand braucht das in unserem Reich. Das sind halt immer diese Egoisten, die glauben, dass sie irgendwas Gutes tun, damit, dass sie uns alle anderen in irgendeiner Weise in die Scheiße reinreiten. Also ich sag's euch ganz ehrlich. Warum hasst mich der so? Ah, ich habe irgendwie ihn ermordet. Gut, das kann schon mal passieren. Aber die hassen mich so. Und Dankeschön, Weedflare, nochmal für die 2 Monate. Und Swan Knight auch nochmal. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, das Alter der Erkenntnis, ja, ja, ja. Was ich halt jetzt machen muss, ist hier alle ausheben. Das kostet jetzt einfach nur unendlich viel Geld. Und das größte Problem ist, dass meine Armee wahrscheinlich nicht rechtzeitig ausgehoben ist, bevor der hier gleich ankommt. Und dann kriege ich wahrscheinlich gleich einen Mali oder fährt er mir vorbei. Noch besser. Dann darf ich jetzt für unendlich viel Geld mit meiner übermächtigen, riesigen Armee... Ich rufe da jetzt einfach meine Verbündeten mit rein. Aber das ist halt, also, das braucht einfach nur Zeit, die niemand hat. So, dann haben wir hier noch einen Bauernaufstand, weil das alles andere noch nicht reicht. Weltklasse. Weltklasse.
träge. Wir lieben sie. Wir lieben sie. Ob sich irgendjemand von dem Pöbel dafür interessiert, dass er jetzt Krieg in unser Reich bringt? Nein, natürlich nicht. Und ich muss jetzt wieder Frieden schaffen. Was für eine schwere Bürde. Gott, jetzt werde ich verschuldet, ey. Vermögen mag mein Bruder mich mittlerweile richtig gerne. Das habe ich auch nicht erwartet. Das habe ich auch nicht erwartet. Laufen die jetzt weg von mir? Die laufen weg von mir. Ich brech weg. Die laufen weg von mir. Ey, das wagt er nicht. Das wagt er nicht. Die rennen weg. Die rennen weg. Die Feigen. Guckt sie euch an, wie sie laufen. Wie sie weglaufen. Das ist nicht deren Ernst. Wie lange soll ich denen denn jetzt hinterherrennen? Warum sind die denn so viel schneller als ich? Jetzt haben wir sie. Wie sie laufen. Erst den Aufstand anfangen und dann wegrennen. Ja, ja. Erst den Aufstand forcieren und dann wegrennen. Das sind mir die Liebsten. Wie sehr ich jetzt einfach verschulde deswegen. Das ist absolutely pain. Also das, was ich da gerade an Schulden mache, ist absolute Katastrophe. Also wirklich in allen Bereichen. Das ist einfach unnötig. Ich habe eh schon solche finanziellen Schwierigkeiten gerade gehabt. Und jetzt, ach, jetzt kommt er da nach oben und will hier meine Hauptstadt einnehmen. Und es braucht halt 100 Jahre, bis ich den aufhalte, weil es einfach nur Geld kosten wird. Junge, ist das nervig. Ich habe das Gefühl, dass, schreibt mir gerne in die Kommentare und auch in den Twitch-Chat, schreibt mir gerne, wenn ihr ein ähnliches Gefühl habt. Aber ich habe das Gefühl, wartet mal ganz kurz, ich muss schauen, was hier gerade passiert. Ja. Ich habe das Gefühl, seit dem neuen Update mit den Höfen sind die Aufstände noch viel höher geworden. Also die Anzahl der Aufstände, die einfach die ganze Zeit passieren. Ich habe halt alle 2 Jahre habe ich einen Unabhängigkeitskrieg und es ploppt halt die ganze Zeit auf und ich find's richtig, richtig mühsam. In so einem Ausmaß hatte ich das noch nie. Bei mir nicht. Dann liegt's vielleicht. Ich weiß nicht, woran das sonst liegen kann. Weil die mögen mich ja auch alle, tatsächlich. Chance der Vererbung von schlechten Dingsterbums sein, jawoll. Robuste Blutlinie, das ist das, was wir hier wollen. Was ist, was haben wir, wo haben wir den Bauernaufstand? Ach, da hinten. Bruder, ich habe keine Zeit, mich um den Bauernaufstand gerade zu kümmern. Ich muss die ganzen Armeen hier zerschlagen. Ich kann nichts anderes machen, als Armeen zu zerschlagen den ganzen Tag. Schick den darüber für den Aufstand. Ich habe keine Zeit, mich gerade um den zu kümmern. Ich muss Armeen zerschlagen.
Wie hoch sind die Steuern standardmäßig? Also wirklich komplett Standard, da ist nichts verändert. Und die mögen mich auch, die Leute. Also ein paar Einzelne mögen mich nicht, aber es haben sich ja viel mehr angeschlossen, als mich nicht mögen. Ich habe super viele Bündnisse. Also ich habe super viele Bündnisse, aber ich kann halt nicht, also ich habe nicht so viele Kinder, um noch viel mehr Bündnisse zu machen. So. Und die Freiheitsfraktion hatte halt 3 Leute drinnen und dann plötzlich, ah, die wollen sogar nur niedrigere Lehnsautorität. Die wollen nochmal was anderes. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Die wollen meine Schwester auf den Thron bringen, aber die wollen einfach nur niedrigere Lehnsautorität. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mir, ich denke die ganze Zeit, dass die mich absetzen wollen. Die wollen einfach nur weniger Stress. Das könnte ich fast machen. Aber ich will es halt aus Prinzip nicht. Vielleicht mache ich das, wenn der Krieg vorbei ist. Aber ich mache es nicht während dem Krieg. Ja, ich weiß, dass ich gerade keinen Arzt habe. Aber ich kann mir auch nicht leisten, einen neuen einzustellen gerade. Kannst du nicht mittlerweile auch weißen Frieden machen? Nee. Nee, die ist sehr, sehr böse auf mich. Die würde das nicht annehmen. Die ist sehr, sehr böse auf mich. Wie ist die Gebietskontrolle bei dir? Das wollen wir nicht besprechen. Semi. Aber viel hat auch mit den andauernden Kriegen zu tun, die dauernd aufploppen. Weil es sind halt wirklich, und ich komme halt nicht dazu, jetzt was einzunehmen, weil die mit einzelnen Armeen die ganze Zeit jetzt zu meiner Hauptstadt latschen. Und ich kann halt nichts machen, als die Hauptstadt verteidigen, weil ich sonst halt ganz andere Probleme bekomme. Und das heißt, ich kriege kein Geld, weil ich die ganze Zeit zu meiner Hauptstadt zurücklaufen muss. Das ist ein bisschen ätzend gerade, weil das so viele einzelnen Armeen sind. Ich meine, es ist auch besser, als wenn sie alle gleichzeitig kommen würden. Aber gleichzeitig kann ich meine Hauptstadt auch nicht alleine lassen, weil da meine Kinder und alles mit drin sind. Und wenn die da eine Geisel rausbekommen oder mich selbst rausbekommen, dann ist der Krieg halt vorbei. Und weil wir aber nordisch sind, habe ich auch noch nicht die Möglichkeit, Motten zu bauen, damit die Burg ein bisschen besser sich verteidigen kann. Das ist alles eine schwierige Kombi gerade. Armee aufteilen ist das Risiko hoch, dass ich dann eine Front verliere. Weil die nicht so schwach sind, die Armeen. Das sind halt Nordarmeen, die haben auch keine so schlechte Güte. Die haben auch relativ viele Ritter und spezielle Einheiten. Und ich habe echt das Risiko, dass ich dann verliere. Oder mich die irgendwie blöd erwischen. Also das Risiko will ich nicht eingehen gerade. Weil wenn ich die Hälfte von meiner Armee verliere, gerade weil ich so verschuldet bin, die Armee baut sich nicht mehr rechtzeitig auf und dann verliere ich den Krieg. Kann man das eigentlich nicht leisten. Wir haben auch 8 Champions drin. Und das ist nur die Hälfte. Die andere Hälfte hat auch nochmal Champions, ne? Das Einzige, was halt ärgerlich ist, sind die Schulden gerade. Also die Schulden sind einfach immens ärgerlich, die ich da gerade reinbekomme. Aber ich brauche auch so viel Armee, um klarzukommen gegen die ganzen Leute. Ach Gott, ey. Ich hoffe, also ich freue mich halt einfach drauf, wenn wir die Religion reformiert haben. Weil dann ist es auch egal, wenn das Gebiet schrumpft. Ich will ja sowieso nach Konstantinopel. Aber ich möchte halt zuerst die Religion reformieren, weil jetzt die Gebiete für die Religion alle nochmal neu einzunehmen, wäre halt schon viel Arbeit. Weil die kriegen da alle auf die Fresse gerade. Die kriegen alle auf die Fresse gerade. Und da hinten, schau, da kommt die nächste Armee. Wie sie da tröpfchenweise die ganze Zeit auftauchen. Guckt es euch an. Von allen Seiten
gewinnen die das da oben. Das ist mein Verbündeter, der da gekommen ist. Boah, das sieht nicht so gut aus. Schafft er das? Boah, das sieht nicht gut aus. Boah, das sieht nicht gut aus. Boah, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Weil die gerade kürzlich verschifft sind. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, Bruder. Oh, Bruder, nein. Wenn du jetzt verlierst, dann verliere ich. Ach, dann verliere ich Punkte. Die Verbündeten. Na, die Verbündeten. Man kennt's. Man kennt es. So, jetzt muss ich da runter sprinten. Habe ich irgendwas, was mir Geld bringt? Ja. Jedes bisschen Geld. Ist es wert? Kommen wir da rechtzeitig hin? Boah, ich hoff's. Aber ich glaube, die nehmen das davor ein und das wäre scheiße ärgerlich, wenn die das jetzt einnehmen, weil ich oben helfen musste. Ja, aber wenn ich jetzt, also jetzt kann ich auch einfach fertig machen. Also einen weißen Frieden, dann kann ich jetzt auch den Sieg mitbringen. Jetzt ist auch schon egal, jetzt sind wir schon auf 63%. Jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt können wir ihn auch noch richtig in den Arsch treten. Denke ich mir halt. Oder? Ich meine, wir haben jetzt da alles geschlagen. Also prestigetechnisch ist das gerade großartig, was passiert. Finanziell. Reinste Katastrophe, aber prestigetechnisch. Wenn ich meine Armee immer noch mit Prestige bezahlen könnte, boy, dann würde meine Armee noch größer sein. Ich vermisse die 30.000 Mann, als wir noch ein Stamm waren. Gott, und jetzt muss ich darüber in den katholischen Aufstand, weil der da hinten Dinge einnimmt. Der will sich halt von mir befreien und meine Vasallen kriegen es nicht hin, das alleine zu machen. Ich habe aber keine Zeit, mit meiner Armee da gerade rüber zu rudern. Ich habe einfach keine Zeit dafür. So. Und jetzt nehmen wir hier noch einen Kontra ein. Und dann haben wir das gleich gewonnen. Und dann muss ich da hinten aufräumen gehen. Prinz Ragnar, mein Halbbruder, ist verstorben. Wegen langfristiger Folterung. Alter, das klingt alles nicht so schön. Das klingt alles nicht so schön. Da. Ein bisschen langfristige Folterung zu mitnehmen. Yay. So, dann kümmern wir uns mal um diese Stadt. So, da könnten wir jetzt noch eine Armee schlagen. Und wenn wir die Armee schlagen und das Gebiet einnehmen, haben wir normalerweise gewonnen. Na, wobei. Ich laufe denen jetzt nicht hinterher. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir das Gebiet hier einnehmen. Wie sieht es da hinten aus? Die machen halt, was sie wollen, ne? Der Bauernaufstand da hinten. Ich habe gar keine.
Die kann sich das nicht leisten. Der kann sich das nicht leisten. Insane. Insane. Hab mal einen Poetenfolterer gespielt, hab mich lange nicht mehr derzeit gefühlt. Oh mein Gott, ich hab Pizza im Ofen. Ich bin ein Idiot. Geht noch. Die ist noch gut. Scheiße. Stupid. Stupid, stupid. Ich will nicht Pizza bestellen, weil ich finde tatsächlich, das ist keine Werbung, by the way, ich habe keine Partnerschaft mit Dr. Oetker, aber ich finde tatsächlich die La Mia Grande besser als bestellte Pizza. Und deswegen bestelle ich auch gar nicht mehr so gerne, weil ich die La Mia Grande einfach lieber esse als die bestellte Pizza aus unserer Umgebung. Weil die bestellte Pizza in unserer Umgebung verhältnismäßig einfach ultra fettig ist meistens oder halt auch schlabbrig und keine Ahnung was alles und die La Mia Grande halt nicht so, außer ich verbrenne sie. Deswegen lieber hübsch hier. Penner. Auf jeden Fall. Christentum, Vatikan, Italien, Pizza. Oh nein, ich habe Pizza im Ofen. That's the jump. So. Oh, ich freunde mich gerade mit meinem Bruder an, der mich mein halbes Leben gehasst hat. Das ist doch schön. Das ist doch schön.
Jetzt mag mich der. Geil. Alter, wie sehr ich verschuldet bin. Wie sehr ich verschuldet bin, einfach. Wie lange braucht das denn noch? 4 Monate? Dafür ist mein Ruhm bekannt, na immerhin. Du bist heute schlecht ausgeleuchtet, oder? Bin ich? Ich werde so irgendwie noch blasser gerade. Jetzt ist es halt irgendwie heller, aber nicht zwangsweise angenehmer. So bin ich blass. So besser? Ich bin halt ungeschminkt und sehe ein bisschen fertig aus, weil ich auch einfach nicht so gut geschlafen habe. Mein Neffe wurde während einer Belagerung getötet. Das ist scheiße. Und die belagern gleich meine Hauptstadt und das ist auch richtig scheiße. Und verschuldet bin ich auch. Ach, das ist alles eine richtige Scheiße, ey, wirklich. Das ist so eine Scheiße, wirklich. Und jetzt muss ich darüber laufen. Ja, es ist einfach nur beschissen. Und wirkt noch blass. Wegen der großen Pizza, das ist auch gut. Hä? Potenziell reicht das, dass wir das einnehmen, um den Krieg zu gewinnen. Aber vielleicht nicht. Und vielleicht nicht bedeutet, dass ich im Zweifelfall mit meiner Armee rübermarschieren muss, um zu reagieren. Ey, wirklich. So viel Stress für absolut nichts. So viel Stress für absolut gar nichts. Es ist einfach nur Pain. Und jetzt muss ich mit dieser riesigen Armee auch nur rüberfahren, um Bauern loszuwerden. Und es kostet mich einfach noch mehr Geld. Ach, ich hab die jetzt alle auch im Knast, ne? Ich könnte die alle umbringen. Ich könnte die alle umbringen.
Ah, ich kann ja nicht alles aberkennen. Aber ein Großteil. Die hat keine Titel. Upsila. Ah, der hat ein geschütztes Titelaberkennungsrecht. Dem kann ich keine aberkennen, aber das macht er erstmal nichts. Sonst haben wir niemanden mehr mit Titeln, ne? So schnell gehört alles wieder mir. Das ist echt insane, wie schnell das gerade passiert ist, dass einfach alles wieder mir gehört. Das sind ein bisschen viele Titel. Das sind actually ein bisschen viele Titel, die ich jetzt gerade habe. Ich muss mir jetzt halt in Ruhe überlegen, wie ich das jetzt umplane und wo ich jetzt was haben möchte. Und dann mache ich eine Massenhinrichtung. Oder mache ich die Massenhinrichtung zuerst? Gott, diese Pizza. Ich muss diese Pizza mit sehr viel Liebe schneiden. Mhm, Großblatt. Mhm. Das ist auch der Plan. Das ist auch der Plan. Erst hinrichten, würde ich sagen. Mich hasst alles gerade, weil ich so viele Herzogtümer habe. Mich hasst alles gerade, weil ich zu viele Herzogtümer habe. Okay, wen rentiert es sich noch als Krieger zu holen? Den da potenziell. Freilassung verhandeln, Ansprüche abschwören und rekrutieren. Was ist mit ihr? Freilassung verhandeln, Ansprüche abschwören, rekrutieren. Du bist wahnsinnig und hast Liebesbläschen. Vergiss es. Freilassung verhandeln, rekrutieren. Freilassung verhandeln, rekrutieren. Dich muss ich zwangsweise, glaube ich, noch laufen lassen. Dir kann ich nämlich keine Titel aberkennen, weil du kein direkter Vasall von mir bist. Das heißt, dich muss ich laufen lassen, weil sonst mache ich mir mit der Erbschaft totale Probleme, weil der mich dann nicht mehr mag. Aber ich kann ein schwaches Druckmittel mir für ihn holen und eine Bekehrung verlangen. Und dann ist er freigelassen und seine Verwandten mögen mich. Die hat nichts mehr. Und die wird definitiv sterben. Dem kann ich auch nicht mehr aberkennen, weil er Titel Aberkennungsrechte hat. Das heißt, bei dem muss ich auch schwaches Druckmittel erhalten. Und dann lassen wir den laufen, weil sonst hasst mich seine Familie. Wobei, den kann ich auch einfach im Knast lassen. Theoretisch gesehen kann ich den auch einfach im Gefängnis lassen, bis er stirbt. Dich können wir rekrutieren. Und Ansprüche. Ah, dann nimmt das nicht an. Naja, wenn du es nicht annimmst, stirbst du.
Dich brauchen wir nicht. Dich könnten wir nehmen. Oh, du stirbst auf jeden Fall. Du bist meine Cousine und bist gegen mich vorgegangen. Das kannst du vergessen. Die kann ich auch nicht töten, weil da kriege ich den Titel auch nicht aberkannt, glaube ich, oder? Oh, doch. Aber es ist ein Akt der Tyrannei, weil ich ihr schon die anderen Titel aberkannt habe. Okay. Das heißt, Freilassung verhandeln, Ansprüche abschwören, schwaches Druckmittel, das wird sie nicht annehmen, aber Ansprüche abschwören, damit schwäche ich sie extrem, weil sie auf das alles keine Ansprüche mehr hat. Das ist in Ordnung. Kleinkönigreich von Friesland, du bist eine Gefahr, du stirbst. Die können wir laufen lassen. Die können wir laufen lassen. Das ist ein Kind. Das können wir auch laufen lassen. Du stirbst. Okay, dann haben wir damit die Rechnung durch. Wenn du ein Mitglied verbannst, dann mag der Erbe dich trotzdem nicht. Warum holst du dir nicht das Geld, für die die gehen dürfen? Weil ich nicht will, dass sie gehen. So. Einmal neu sortieren. Warum habe ich das noch nicht geklärt? Ach, die Vorschläge sind noch nicht durch. Ich muss ein paar Sekunden warten, bis die Vorschläge durch sind, die ich bis jetzt gemacht habe. Das braucht jetzt ein bisschen, was alles durchgeht. Mich hassen gerade alle, weil ich zu viele Domänen habe. So. Haben wir das jetzt? Was ist das denn? Bin ich doof? Ja. Okay. Und da müsste ich doch jetzt eigentlich alle... Hä, das ist doch... Ich hätte doch für alle was ausgewählt. Hätte ich nicht für alle was ausgewählt? Offensichtlich hätte ich nicht für alle was ausgewählt. Ah, der wollte das nicht annehmen, genau. Deswegen muss er sterben. Die muss sterben. Ich glaube, sonst müsste alles passen. Eigentlich. So, den muss ich noch laufen lassen. Glaube ich. Oder? Nö. Eigentlich nicht. Gut. Gut. So. Und jetzt vergeben wir die Sachen neu. Oh mein Gott. Ja, das ist einfach nur ein Aufwand, jetzt alles neu zu vergeben. Das ist einfach nur ätzend. Das ist einfach nur ätzend, dass ich das jetzt alles nochmal neu machen muss. Wo bist du denn? Herzogtum von Smaland, das ist da drüben. Okay. Das heißt, ich gebe dir. Ich kann hier nichts vergeben mehr, ne?
Was habe ich denn überhaupt? Diese ganzen Sachen hier muss ich, glaube ich, vergeben. Titel vergeben. Was gebe ich dir? Uppland gebe ich nicht her. Grafschaft von Friesland. Holland, Friesland. Da unten? Oder was könnte ich dir noch geben? Das Kleinkönigreich vom Jämtland. Wo ist das denn? Das ist da oben. Da. Dann hast du jetzt erfolgreich Sachen bekommen. Und dann gebe ich meinem Sohn von da unten. Bei dem muss ich halt aufpassen, was ich dem gebe. Bei dem kann ich halt nichts geben, was er sowieso erben würde. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir die Erbschaftsfolge jetzt nicht verscheiß. Ich habe auch einfach viel zu viele Titel gerade. Du musst auf jeden Fall auch nochmal verlobt werden, bevor wir hier irgendwas weiteres abklären. Ja, wobei, das ist ja dritte Generation, das ist auch noch nicht so schlimm, wenn er noch nicht verlobt ist, oder? Gebe ich dem was? Jetzt schon? Gebe ich dem was? Ich gebe dem Kleinen was. Scheiß drauf. Es ist eh völlig dahingestellt, wie das jetzt gerade alles sich bewegt. Das ist auch alles einfach. Den schicke ich nach Wikin. Das ist nicht so weit weg. Das ist quasi um die Ecke. Dann hat er da schon mal einen kleinen Auftrag, dem er sich widmen kann. Das tut ihm vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und meinem Haupterben, dem gebe ich auch einfach. Ja, was gebe ich dem? Ich kann dem halt von dem nichts geben. Friesland und Holland da unten. Ich will halt nicht, dass der da unten sitzt und ich ihm dann nicht helfen kann, wenn er Scheiße baut. Was könnte ich denn sonst machen? Warum hasst mich der Dude denn so sehr? Hat einen Verwandten ermordet. Ja, das wird auch nicht weggehen, aber das ist in Ordnung. Ah, der ist auch verwandt mit mir. Der ist auch mein Neffe. Du sitzt da unten drinnen, ne? Ich kann dir doch bestimmt auch noch einen Titel geben, auf den du richtig Bock hast. Den da zum Beispiel. Du kriegst noch Dahl. Und das Kleinkönigreich von Westgotland. Bitte sehr. Dann hast du mich auch nicht mehr maximal. Das ist auch ganz gut. Jetzt haben wir noch zwei Titel, die ich vergeben muss. Und die gebe ich einfach meinem Bruder. Ich habe hier irgendwas noch aus England, glaube ich, was ich noch vergeben kann, oder? Nee, England ist gar nicht, hat gar keinen Aufstand geplant. Oh, wow. Oh, wow. Wo ist denn das? Das ist hier oben noch. Traue ich das meinem jüngeren Sohn zu, dass er das macht? Eigentlich nicht. Eigentlich traue ich dem das nicht zu, dass er das da oben schafft. Eigentlich traue ich ihm das nicht zu, dass er das da oben schafft. Wo ist der jetzt? Der hat das da oben. Ich gebe es meinem älteren Sohn. Ich muss es loswerden. Da nimm's und mach was Sinnvolles draus. Und jetzt habe ich auch nicht mehr zu viele Titel. Und das sollte fein sein. Geil. Problem gelöst. Gebiet umverteilt. Ah. Heilige Scheiße, ey. Okay, Leute. War ja eigentlich nur halb so wild. Oder?
Jetzt bin ich nur pleite. Okay, das ist keine Gefahr. Das ist actually keine Gefahr gerade. Das ist actually kein Problem. Jetzt haben wir hier den Bauernaufstand, den schlagen wir kurz nieder. Oh, das hat nicht gereicht, dass ich die erschlagen habe. Ah, da kommt noch eine zweite Armee auf mich zu. Kommt die nicht? Traut sich die nicht? Jetzt aber. Dann ist der Aufstand auch erledigt. Oh, mein Sohn wurde gerade verwundet. Das finde ich nicht so gut. Bildungslebenswandel ging gerade hoch. Das ist auch extrem geil. Das heißt, ich kann jetzt hier Frömmigkeitsauswirkungen hochpacken. Damit ist der Krieg jetzt auch vorbei. Und jetzt kann ich alle meine Armeen auflösen. Minus 427 Gold später haben wir es tatsächlich geschafft, diese ganzen Aufstände gegen uns zu lösen. Puh. Ey, was war das für ein Aufwand? Das Gepränge bei Hofe geht weiter, Tag für Tag, von morgen bis abends. Högni preist aus dem Stegreif meine Größe und ergeht sich in Plattitüden und Lobhudeleien. Herzog Eirik stimmt ein und macht ein Spektakel für das Publikum daraus. Dümmlich grinsend und in Erwartung eines Zeichens meiner Gunst für seine Mätzchen. Ein tiefer, dringlicher Wunsch nach Ablenkung nagt an meinen Gedanken. Ich stelle mir vor, wie ich lasse die Maske sinken und sage diesen Leuten, was ich wirklich empfinde. Ein einzelner Schweißtropfen rinnt mir unaufhaltsam die Stirn hinunter. Högni bemerkt meine Abwesenheit und erkundigt sich mit beinahe aufrichtig klingender Besorgnis. Geht es euch gut, mein Fürst? Verzeiht, was sagtet ihr gerade? Ich muss um meine Hofpracht fürchten. Der möchte... Oh Gott, warum ist das so schnell wieder weg? Hä? Das kann ich übergeben. Das finde ich gut. Dann muss ich mich nicht drum kümmern. Keine Vormunde für Kinder. Was kriegt die für eine... Oh, die hat keine richtige Ausbildung bekommen, ne? Da wollten wir eigentlich einen Bildungsdingsterbumster haben. Ah, da sind, weil ich da Leute nieder hingerichtet habe, glaube ich. Und die ist ein Neugierig. So, jetzt haben die alle Sachen, wo die ausgedingst werden können. Das ist gut, ich kann Bündnisse aushandeln. Erstmal will ich mit meinen Söhnen Bündnisse haben. Das ist erstmal das Wichtigste, was wir hier brauchen. Mit dem wollen wir auch ein Bündnis auf jeden Fall. Ja, wir machen mit all den Bündnisse, weil wenn wir mit den Bündnisse haben, können sie nicht... Dann können sie nicht gegen mich antreten und das ist ganz gut eigentlich. Ich habe zu viele Herzogtümer immer noch. Ich habe Visby immer noch. Warum habe ich Visby? Ah, Visby will ich aber nicht hergeben. Was habe ich noch? Ich habe Uppland, Visby,
Was ist das? Das da oben? Ich kann das alles nicht aussprechen. Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Warum wird mir dieses EGG nicht angezeigt? Dass ich da habe und dass ich da nicht will. Wird es? Bin ich blind? Ganz oben. Ach! Ah, das ist das da hinten. Da. Nimm das noch dazu. Ich will die ganzen Herzogtitel nicht. Die sind alle furchtbar. Niemand will die. Oh Gott. Ihr verliert, das Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt. Wieso? Wo sitzt der Dude? Ach, der sitzt da hinten. Dann nehmen wir den ein. Dann nehmen wir den ein. Ich kann nur leider at this point keinen Krieg erklären, weil ich verschuldet bin. Okay. Aber Frömmigkeit sieht gut aus. Frömmigkeit sieht sehr, sehr gut aus. Das läuft doch gut. Glaubensikone muss ich noch werden. Aber das kriegen wir hin. Ich habe noch ein paar Jahre. Hoffe ich. Im Laufe der Jahre wird leider immer offensichtlicher, dass meine Tochter Asa weder das Talent noch den Antrieb hat, jenes Meisterwerk zu malen, das sie mir versprochen hat. Ich war nur ein Kind, das Aufmerksamkeit brauchte. Allein der Gedanke, dass ihr meinen Unsinn wirklich geglaubt habt. Ich kann sie einkerkern. Sag mal, hä? Weil sie mir ein Bild nicht gemalt hat. Was leuchtet bei meinem Char? Leuchtet doch nichts. Nö. Hä, was blinkt denn? Zur Strafe Titel verleihen wäre besser. Ey, das wäre echt cool, wenn das gehen würde. Das wäre sehr, 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 sehr cool. Das Symbol, das mit den Händen. Ja, das blinkt, weil ich Punkte bekomme. Weil ich gerade jetzt, glaube ich, aktiv Punkte mache. Oder? Weil ich habe keinen Punkt offen. Da ist nichts. Das blinkt, glaube ich, solange man Punkte sammelt. Wenn ich mich nicht irre. Dankeschön, Julian. Das ist sehr lieb. Dankeschön, Dankeschön. Ey, Leute. Weißt du, was ich morgen in der Früh habe? Nee, Blödsinn, Mittwoch, nicht morgen in der Früh. Morgen haben wir einen super krassen Stream über die Kirche mit Kim, also mit Freiraumreh. Das wird auch sick. Das geht morgen übrigens schon früher los als der reguläre Stream. Und danach gibt es Total War Warhammer Kislev mit Maurice und mit Johnny. Und am Mittwoch habe ich in der Früh mal wieder eine Aufnahme mit der allerbesten, gruseligsten, wunderbaren Horrorcrew. Also mit Sterzig, Gnu und Vlesk. So. Mein Sohn kann Katri heiraten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist.
Aber das wird schon passen. Das Morgen fängt um 11 an. 11 Uhr bis 12.30 Uhr. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool werden. Bin ich sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Ich muss mich da heute auch noch ein bisschen drauf vorbereiten. Ich würde mir gerne Novgorod noch holen. Einfach damit das hier so hübscher aussieht mit dem Abschluss. Aber ich bin verschuldet. Mein Cousin hat eine Nebenlinie gegründet. Dotra Dunmov. Ich glaube, das ist die zweite Nebenlinie jetzt. Nein, es ist tatsächlich die gleiche Nebenlinie. Aber wir haben Inzest betrieben und deswegen kommt der Charakter zweimal vor. Jut. Morgen um 11 Uhr. Also für die Leute auf YouTube ist das natürlich irrelevant, aber jetzt Stand heute, morgen am 8.3. findet ein gesellschaftskritischer Stream zusammen mit Freiraumreh Kim statt, wo wir über die katholische Kirche debattieren. Und zwar in einer Debatte darüber, ob man sich darum bemühen, also ich glaube, all in all geht es darum, ob man sich darum bemühen will, die katholische Kirche zu reformieren und an die jetzige Zeit anzupassen oder ob man aus der Kirche austreten sollte, weil sie ein veraltetes Konstrukt ist. Und das ist morgen 1,5 Stunden Diskussionstalk, den ich auch streame und sie auch streamt. Und da, im Abendschluss spielen wir Total War Warhammer 3 zusammen mit Maurice und Johnny ab 13 Uhr. Und versuchen uns nochmal an der Kislev-Kampagne. Und das kann man auch nachschauen. Jawohl. Sind Nebenlinien gut oder schlecht? Neutral, I guess. Ich glaube, die sind neutral. Die haben weder was großartig Positives noch was Negatives. Die sind halt da und ich habe nicht ganz so viel Einfluss drauf, aber es ist auch, brauchst du auch nicht. Im ersten, also das morgen geht um die katholische Kirche, ja. Ah, König Snorri kommt vorbei. Ich warte geduldig auf meinen Thron, auf die Ankunft von König Snorri, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder und leistet den Eid, dem Reich als treuer Vasall zu dienen. Auf mein Geheiß hin erhebt sich der König schließlich. Ich bringe meine Zufriedenheit zum Ausdruck und bekräftige das Anrecht von Snorri auf die Ländereien, die er an meiner Stadt, über die er an meiner Stadt herrscht. Oh, Hofpracht, Prestige, Bekanntheit, er bekommt Prestige. Was für eine gute Sache. Das ist total schön, wenn zwei Brüder einfach die Bekanntheit ihrer gemeinsamen Dynastie pushen können. Aber der ist auch in der, der ist auch in dem Unterhaus, sehe ich gerade. Ach, der war das, der das gegründet hat? Nee, jetzt bin ich verwirrt. War das nicht ein anderer Dude? Ich glaube, ein anderer Dude hat es gegründet, aber er hat die das Oberhaupttum dafür bekommen. Ich glaube, der hat, nee, irgendjemand, hat das nicht ein anderer vorhin gegründet? Oder sah der anders? Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall hat er jetzt, weil er der Mächtigste aus dem Haus ist, hat er jetzt, ist er jetzt Oberhaupt dieses Hauses. So, was wollten wir haben? Grimmigkeit war das, was wir gemacht haben. Sehr gut, das hat auch funktioniert. Bildungspunkte haben auch funktioniert. Der Dude mag mich. Ich bin immer noch massiv verschuldet. Damit können wir leben. Aber die Frömmigkeit geht hoch. Und ich würde voll gern noch was erreichen. In meinem Leben Hof halten können wir. Das können wir machen. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinem Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Mein Fürst, ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, dass die religiöse Situation in meinen Ländereien völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ich habe versucht, meine Untertanen dazu zu bringen, die Herrlichkeit unseres wahren Glaubens zu sehen. Doch zu viele von ihnen verharren in ihrem falschen Glauben. Ich bitte euch, eure Autorität und eure Macht zu nutzen, um mir zu helfen.
Astrat hilft mit Gemeindebekehren. Der nächste Bittsteller ist ein ausgesprochen wütender Graf Jakob von Seeland. Mit einem Mindestmaß an Ehrbietung teilt Graf Jakob euch mit, dass einige eurer Ritter, angeführt von Ulf, zu kurzem durch Grafschaft von Seeland gezogen sind. Sie haben die Dörfer und Höfe in Seeland geplündert, gebrandschatzt und verwüstet. Das ist eine bodenlose Frechheit, mein Hochkönig, und ich werde das nicht hinnehmen. Ach, das ist der, den ich nicht losgeworden bin. Und das ist einfach nur ein Champion von mir, der mich hasst. Ich zahle das doch nicht. Ein ungewöhnlicher Fall hat heute meinen Hof erreicht. Zwei Frauen behaupten, der gleiche Säugling sei von ihnen. Keiner der Dorfbewohner kann etwas bezeugen und das heißt, das Kind sei wie aus dem Nichts aufgetaucht. Niemand wusste, dass die Frauen überhaupt Nachwuchs erwarten oder einen Säugling annehmen wollten. Dieses Mysterium hat einen jeden in seinen Bann gezogen, obwohl wir vielleicht nie erfahren werden, wie das alles genau geschehen ist, muss ich einen Ausweg aus dieser Zwickmühle finden. Welche Entscheidung soll ich für die Zukunft des Kindes treffen? Baut sich das nicht auf so einen Mythos? Also gibt es da nicht ein Märchen dazu, beziehungsweise eine Sage dazu, wo zwei Frauen das behaupten und der König schlägt dann vor, das Kind in zwei zu teilen, damit jede die Hälfte hat und die eine Frau bricht dann ein und möchte, also und will das Kind dann geben, damit es nicht geteilt wird und dadurch weiß er, dass das die wahre Mutter ist, weil sie das Wohlergehen ihres Kindes über ihr eigenes Recht stellen will? König Salomo. Ja, aber warum haben wir sowas? Wir sind im Norden. Okay, ich kann... Die jüngere Frau wird das Kind erziehen, da sie mehr vom Leben hat. Mit dem Alter kommt auch Erfahrung. Die ältere Frau wird das Kind erziehen. Die sind 21 und 32. Das gibt sich echt nicht so viel. Ich kann das Kind auch selbst großziehen. Ich will das Kind nicht großziehen. Keiner will das Kind. Was nehmen wir denn? Älter oder jünger? 6, 14, 6, 13, 6, 0, 8, 17, 16. Ist das beides eher semi-geil? Die hat halt einen guten Philosophen-Perk. Lass uns die Jüngere nehmen. Aber das ist, glaube ich, auch... Also die ist eh weg danach. Also das ist eh einfach... Das ist... Also ich glaube, diese ganzen Höflinge, die nur wegen Entscheidungen auftreffen, die verschwinden ja alle danach wieder, glaube ich. Ins Kloster mit dem. Well. Well. Okay. Aber das mit der Verschuldung klappt auch langsam. Also man kann sich nicht beschweren gerade. Es wird besser. Es wird besser. Als Easter Egg, es wirkt ein bisschen wie ein Easter Egg, auf jeden Fall. Aber ich konnte es nicht halbieren. Ich frage mich, ob ich die Option halbiere das Kind gehabt hätte, wenn mein Charakter sadistisch wäre. Ich frage mich, ob das einen Einfluss drauf gehabt hätte. Das würde mich echt interessieren. Ich verkaufe alles, was ich mir nicht leisten kann. Oder Druckmittel und Bildungsdingsterbumster. Geld. 110 Gold ist gerade unfassbar viel wert, um aus der Schuldenfalle zu verschwinden. Oh Gott, ich dachte, mir erklärt gerade schon wieder jemand den Krieg. Ich dachte gerade, ich muss schon wieder irgendwo Krieg führen. So. Alter, wie groß ist denn die Nordsee? Mächtig, mächtig, mein Kind. Also das sollte noch zu uns. Dann das da oben sollte alles noch zu uns, weil es ist dunkelblau. Und deswegen passt es farblich. Das sollte auch noch zu uns werden, weil dunkelblau einfach schöner ist als gelb. Oder rot oder orange oder grün. Ja. Und das da oben sollten wir auch noch einnehmen, einfach weil wir können. Aber ich habe kein Geld gerade. Westfranken ist auch blau. Ja, das passt auch gut. Die sind auch blau.
dass das war. Hat sich Irland da oben verirrt. Ich sollte schlafen gehen. Ich habe gerade statt Australand, habe ich Australien gelesen. Und ich war gerade so verwirrt. Oh, was zur Hölle macht Australien da oben? Was? Oh, okay, Pia. Gut. Ja, gut. Aber meine Lieben, ich werde für heute tatsächlich aufhören. Schon nach 7 Stunden heute. Aber ich finde, das ist gerade ein schönes, ruhiges Ende. Und im nächsten Stream schaffen wir es auf jeden Fall, die Religion zu reformieren. Aber dadurch, dass wir morgen schon 1 Stunde früher starten und ich mich auf das morgen noch ein bisschen vorbereiten möchte, höre ich für heute tatsächlich auf. Aber es hat Spaß gemacht. Oh, das war cool. Du hast dann noch einen Krieg. Ja, aber das ist ja nicht meiner. Wenn dir schief geht, ist mir das egal. Da bin ich nur in den Krieg reingezogen worden. Da bin ich ja nur reingezogen worden.